Hallo und willkommen zurück zu The Evil Within. Wir sind kurz vor Schluss des Spiels. Endlich. Unser Stuhl ist weg. Ich hätte so gerne noch ein bisschen gepowert, aber das schenkt man uns nicht. Wir machen weiter. Oh, es ist nicht mehr viel. Das ist das, was mich motiviert, weiterzumachen. Dass man sich jetzt wirklich denkt, okay, ich hab's fast geschafft. Weil es wird immer nerviger und immer anstrengender. Wir fahren jetzt hoch in diesen Turm. Wenn ich hier lebend rauskomme, setze ich nie wieder einen Fuß in einen Aufzug. Das ist, soll wahrscheinlich witzig sein, ich weiß es nicht. Aber war's nicht. Ah, wir gucken uns die schöne Landschaft an da draußen. Total super. So, und wir sind im STEM Center. Gucken wir mal, was man uns hier. Ah, da hinten ist. Ah ja, genau. Ha! Und schaut mal da runter. Das kann nicht sein. Hilfe! Hilfe! Sebastian, geh weg von ihm. Sebastian, hör mir zu. Hör auf. Du willst doch dasselbe wie wir. Gut, ich verstehe. Du bist nicht der junge Detective und das ist nicht irgendein gewöhnliches Kind. Du hast Joseph getötet und auf mich geschossen. Für mich sind das im Moment ausreichend Gründe, dir nicht zu vertrauen. Du bist ein guter Mensch. Deshalb habe ich... Es macht keinen Sinn mehr. Wenn du weißt, wer dieser Junge ist, wenn du irgendetwas weißt, dann weißt du, warum er nicht weiterleben darf. Blödsinn. Es ist Ruvik. Er ist derjenige...
Er darf uns nicht packen. Wer hätte das gedacht? Ich bin natürlich voll reingelaufen. Aber gut. Das wird noch öfter passieren. Denn dieses ganze... Das ist jetzt übrigens der Endboss-Kampf. Und der ganze Endboss-Mega-Final-Fight besteht im Grunde genommen aus Quicktime-Events. Also es ist jetzt gerade vollkommen lala, ob wir noch Munition haben oder nicht. Das ist jetzt total egal, weil, ja, wie gesagt, rein Quicktime-Events. Wir kriegen netterweise den ein oder anderen Kontrollpunkt. So. Es gibt so eine Stelle, wo ich immer versage, die seht ihr gleich. So. Machen muss ich jetzt gerade im Moment überhaupt nichts, das macht alles selber, aber jetzt... hallo? Warum kann... Ah. Das ist ja auch total nett, dass uns das Rot angezeigt wird, wo wir hinschießen müssen. Gar nicht so einfach, weil das so... Ja, deswegen. Das hat nicht geklappt. Das ist ein bisschen sehr wackelig und man kann auch sehr schlecht... Also wir steuern es mit dem rechten Stick und es ist sehr schwierig zu manövrieren, muss ich sagen. Also es bewegt sich quasi kaum, bis gar nicht. Okay, das haben wir. Habe ich noch am Bein. So, jetzt kann ich zum Beispiel jedes Ding nahezu überhaupt nicht mehr manövrieren. Okay. Seht das? Ich kann nahezu ganz, ganz, ganz grob. Aber wir haben wieder eine Phase geschafft. Und jetzt kommt die Phase, wo ich immer Blödsinn mache. Weil ich treffe nie. Treffe, verdammt nochmal. Nee! Ich glaube, ich brauche mindestens 5 Versuche. Weil ich weiß auch nicht so genau, wohin, wenn ich ehrlich sein soll. Ah, ich kann zielen. Okay, das macht es natürlich einfacher. Den auch nicht, ne? So, und wie soll man da hintreffen, wenn er so wackelt? Jetzt. Okay, wir haben gleich keinen. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott.
So, und hier treffe ich dann jetzt auch nicht. Wenn ich dann mal hier hinkomme, treffe ich da auch nicht. Ich habe diese Welt erschaffen. Du kannst mich hier nicht festhalten. Ruvik. Ich erledige das. Lebenszeichen, Sir. Lasst ihn hier. Und die beiden auch. Die gehen nirgendwo hin. Nirgendwo. Los, los, los! Detective! Sind Sie okay? Ist noch jemand hier? Ich brauche ein wenig echte, frische Luft.
Das war's. Wir werden ohne Erklärung, ohne Aufklärung, ohne alles einfach ins Ende geschickt, geschmissen. Und das heißt, das war's. Auf Wiedersehen. Was soll ich dazu sagen? Also ich denke jetzt, das weiß ich, inwiefern das jetzt noch klar war, dass zum Schluss, also das war ja Leslie, das hat man ja gesehen, aber der Gang war der Gang von Rubik. Von daher, er hat es nach draußen geschafft. Man lässt also quasi eine Fortsetzung dann damit, oder hat eine Fortsetzung damit offen gelassen, die dann ja auch erschienen ist. Meine Meinung zu dem Spiel wird wahrscheinlich im Laufe der Zeit relativ klar geworden sein. Ich finde, es hätte Potenzial gehabt, definitiv. Es hat eine schöne Grafik, obwohl es halt auch nicht so das ist, was man sich erwartet hat. Es hätte Potenzial gehabt, aber es hat sich quasi so selbst meiner Meinung nach ins Aus befördert, weil einfach die Spielmechanik nicht hundertprozentig funktionstüchtig ist. Es gibt viel zu viele Instant-Kills, die einfach unfair sind. Das Spiel bringt einen dazu, wirklich böse zu werden, wirklich den Controller wegzulegen und zu sagen, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Man will es eigentlich, also so, ich erzähle jetzt natürlich, wie es mir gegangen ist. Man will es halt zu Ende spielen, weil man wissen will, wie es storytechnisch ausgeht. Und man erwartet auf eine Erklärung, die man nicht bekommt. Ich finde es halt, ne? Also das nervt mich so ein bisschen. Wir wissen weder, was war jetzt mit seiner Tochter, was war jetzt mit seiner Frau, Kidman, was war jetzt eigentlich mit der. Okay, Joseph ist tot, alle anderen sind auch tot. Ist er jetzt frei, passiert jetzt nichts mehr? Was, wir wissen gar nichts, wir wissen überhaupt nichts. Wir wissen auch nicht, warum ausgerechnet Sebastian, wir werden total im Dunkeln gelassen. Und ja, nervt, sage ich ganz ehrlich. Wie ist eure Meinung zu dem Spiel? Ich habe das ja schon mal gefragt, aber ich frage es immer wieder gerne. Wie ist eure Meinung zu dem Spiel? Was möchtet ihr gerne dazu sagen? Also ich möchte super gerne eure Meinung hören. Schreibt es mir in die Kommentare. Erklärt mir, was ihr davon haltet. Erklärt mir eure ersten Erfahrungen mit dem Spiel. Habt ihr es ein zweites Mal durchgespielt oder habt ihr es halt wirklich gelassen? Ich habe es aus trophäentechnischen Gründen ein zweites Mal durchspielen wollen. Habe mir ja dann... hab dann alle Fächer aufgeschlossen, hab mir alle Kartenteile gesammelt. Für die Kartenteile gibt es übrigens keine Trophäe. Deswegen habe ich es dann halt noch ein zweites Mal durchgespielt, weil ich einfach wissen wollte, was passiert, wenn man die Karte vervollständigt. Man bekommt im Übrigen Waffen dafür. Dadurch, dass man das letzte Kartenteil aber bekommt und dann nicht mehr zurück... Also wenn man es beim ersten Mal durchspielen wirklich halt schaffen sollte und man bekommt alle Kartenteile, man kann beim letzten Kartenteil, nach dem letzten Kartenteil, nicht mehr zurück in das Zimmer, wo man halt die vervollständigte Karte sehen würde entsprechend. Von daher ist es halt auch, ne? Bringt einem also nicht wirklich was. Es ist nicht fair gemacht. Bleibe ich bei, werde ich auch bei bleiben. Und es ist halt einfach ein Spiel, bei dem ich sage, ich lege den Controller weg, weil ich genervt bin. Ich habe viele Spiele gespielt, bei denen ich halt mir so dachte, so, ja, oh, du willst unbedingt weiterspielen, du willst unbedingt weiterspielen, du willst unbedingt weiterspielen. Und ich kann nicht, ich bin müde, ich muss zur Arbeit oder sonst was. Und hier bei dem Spiel ist es halt nur mehr so, boah, leck mich am Arsch, verpiss dich. Deswegen legt man den Controller weg. Und ich weiß nicht, ob das Sinn und Zweck ist, warum man aufhört, ein Spiel zu spielen. Hätte ich nicht wissen wollen, wie die Story ausgeht, hätte ich es nicht zu Ende gespielt. Und ich spiele eigentlich die Spiele immer zu Ende. Aber ja, gut. So ist es. Von daher, wie gesagt, schreibt mir eure Meinung, schreibt es in die Kommentare, erklärt mir, was ihr davon haltet. Und ja, wie gesagt, eure Ideen dazu fände ich toll, wenn ihr sie mir schreiben würdet, schicken würdet. Ich hoffe, dass ihr trotz meiner Schreiarien, trotz meiner Aggressionen Spaß hattet, ein bisschen zuzuschauen. Ich bin euch auf jeden Fall total dankbar dafür, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr es bis jetzt ausgehalten habt, bis zum Schluss. Es sind, ich glaube, 36 oder 37 Episoden müssten es jetzt im Endeffekt sein. Ich habe mich, glaube ich, einmal irgendwo verzählt mittendrin.
Das ist ja schon für so ein Spiel relativ lang. Ich bin jetzt noch ganz total gespannt auf die Anzahl der Tode jetzt ganz zum Schluss. Die kriegen wir nämlich zum Schluss genannt, wenn die Credits rum sind. Da möchte ich auf jeden Fall noch drauf warten. Wie oft seid ihr beim ersten Mal durchspielen gestorben? Das würde ich auch noch gerne wissen. Schreibt es mir auch hin. Und auf welcher Schwierigkeitsstufe habt ihr es beim ersten Mal gespielt? Direkt auf normal oder seid ihr dann auch so wie ich, dass ihr dann erst sagt, okay, wir spielen jetzt erstmal auf leicht und dann entscheiden wir uns für den Rest? Würde mich auch interessieren. Also alles, was ihr zu diesem Spiel zu sagen habt, wirklich alles, schreibt es mir. Ich freue mich immer über Kommentare, ich freue mich immer, wenn ich was zu lesen habe. Und ich freue mich, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und sehe da oben in meinem YouTube-Fach auf meiner kleinen Glocke eine Zahl stehen, dass ich was zu lesen habe. Finde ich immer total toll. Von daher, macht das. Hier sehen wir die Songs jetzt durchlaufen. Da ist auch irgendwas. Ja, Johann Sebastian Bach. Ist das nicht toll? Das heißt, wir lernen hier auch noch was über klassische Musik. Ich finde es total super. Ja, so, wie lange dauert das jetzt noch? Ich bin gespannt, ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Spielstunden es waren. Könnten wir, glaube ich, auch gleich noch angezeigt kriegen. Und ich habe jetzt mega, mega, mega Hunger. Ich glaube, das Erste, was ich jetzt mache, wenn ich hier fertig bin, ist das Spiel in eine Hülle packen, in die Ecke stellen, wo ich es nicht mehr finde. Und dann werde ich mir irgendwas zu essen kochen. Ich hätte ja voll Lust auf Pizza oder Döner oder sowas, aber dafür müsste ich das Haus verlassen. Ich will das Haus nicht verlassen. Ich verlasse das Haus so ungern. Das gefällt mir einfach nicht. Haus verlassen ist... Oh, ich bin super, super gestresst von diesem Spiel. Und ich habe Kopfschmerzen. Das ist auch nicht gut. Ah ja, wie gesagt, ich werde jetzt das Spiel in irgendeine Ecke verbannen. Werde es nicht mehr angucken. Ich habe mir auch noch extra die Steelbook Edition davon gekauft, weil ich dachte, yay, geil, das ist bestimmt ein cooles Spiel, nimmst du die Steelbook Edition. Und jetzt habe ich eine Steelbook Edition von einem Spiel, was ich wahrscheinlich nicht mehr spielen werde. Also das ist auch nichts, wo ich mich dann hinsetze und wo ich mir denke, okay, du bist jetzt hier total auf dem Trophäenhunt. Dass ich jetzt die ganzen Trophäen haben möchte. Auch das ist nicht der Fall. Ist schon, ja, traurig eigentlich, muss ich sagen. Weil ich denke ja auch immer, es steckt ja auch so unglaublich viel Arbeit in so einem Spiel, ne? Und klar, Arbeit wird immer bewertet, damit muss man leben. Und es tut mir dann halt auch total leid, wenn ich dann sagen muss, okay, ist jetzt halt nicht so super geworden, ne? Ich meine, es hätte wirklich, ich wiederhole mich, es hätte wirklich Potenzial gehabt. Aber befördert sich wirklich durch dieses Chaos, was es verbreitet und durch das Unfaire selbst ins Aus. Finde ich persönlich schlecht. Aber jeder kann seine eigene Meinung darüber bilden. Ich möchte niemandem meine Meinung aufdrängen, wenn ihr es gerne selber spielen wollt. Es gibt sehr viele verschiedene Plattformen. Das gibt es für die Xbox One, es gibt es für die PlayStation 3, es gibt es für die PlayStation 4. Jedes, wie gesagt, ist die PlayStation 4-Version. Wenn ihr es spielen wollt, ich würde mich freuen, wenn ihr den Link in der Beschreibung klickt, denn da findet ihr den direkten Link zu Amazon, wo ihr das Spiel bestellen könnt und unterstützt mich dann auch noch so ein bisschen damit, wenn ihr es über den Link kauft. Das fände ich total toll, wenn ihr das machen würdet. Ja, ansonsten, es gibt ganz, ganz viele Let's Plays von diesem Spiel im Internet. Ich empfehle euch, wenn ihr einen Skillrun sehen wollt, dass ihr euch da mal so ein bisschen umschaut. Weil ich mache keine Skillruns, ich zeige einfach nur. Von daher, ja. Schaut euch um, ihr werdet ganz, ganz viele Let's Plays von diesem Spiel finden. So, und jetzt kriegen wir gleich unsere Abschlusswertung. Ich bin schon ganz gespannt. So, oh, wir haben eine Silbertrophäe erhalten. Wir kriegen das Maschinengewehr, das ist übrigens sehr hilfreich, wenn ihr Laura komplett töten wollt. Ein Raketenwerfer, der hilft natürlich auch. 50 Fertigkeitspunkte. Du kannst jetzt eine neue Schwierigkeitseinstellung wählen. So, wir haben wie viele Tode? 73. Das ist heftig. Und wir haben 14 Stunden, 51 Minuten gespielt. Wow! So, wir speichern das natürlich. Einmal hier. So, mehr Info kriegen wir nicht. Also wie wir geschossen haben oder sonst irgendwas, wie das so bei anderen Spielen war. Jetzt können wir quasi von vorne anfangen. Oder auch nicht.
Das heißt, wir gehen jetzt zurück zum Titelbildschirm. Und damit verlasse ich dieses Spiel und verlasse euch damit für dieses Let's Play. Wir sehen uns in hoffentlich meinem nächsten Projekt wieder, was ich noch nicht weiß zu diesem Zeitpunkt, was es ist. Momentan läuft ja auch noch Kingdom Hearts nebenbei. Von daher, ich freue mich, euch bald wiederzusehen, wiederzuhören, wiederzulesen. Macht's gut, ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao, ciao.